so wie jetzt. Es hätte vielleicht ein Stück weit früher angegriffen werden müssen. So hatte Finn Ole Fritz dann einen freien Wurf. Oh, sehr schönes Tor von Janet. Definitiv auch ein Spieler, der diese Mannschaft prägt und von dem erwartet wird, dass er die Mannschaft führt. Sehr schönes Ding, Jadel Soada, sehr gut. Und Jan Koller aus Kurz-Wesling nach Bielefeld. Sehr guter Ballgewinn. Ja, also ich denke, ob es Williams oder Finn Ole Fritz, schönes Tor erstmal. Auch ganz klar gesagt, ich würde hier gerne nochmal aufsteigen unter den aktuellen Gegebenheiten, sehr fragwürdig. Sehr starkes Tor von Paul Rosner. Super gespielt von Kevin Schmuck und Norman Flöhle zum 5:4. Setzt sich durch im 1 gegen 1. Super! Paul Rosner. 9 Minuten, 5 Gegentore. Das ist für keinen Trainer gerne gesehen. Da kann man auch Freiwurf pfeifen. Ah, Norm ist heute da. Spielen leeres Kreuzen oder sie spielen eine Kreise als Auslöserhandlung und dann geht jedes Mal Williams zur Mitte und sie kriegen es nicht verteidigt. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass Serena Kakbo auf der High-Position nicht dabei ist. Leere Kreuzung, Levi Spark über die Mitte, super 1 gegen 1. Der kennt das 1 gegen 1 noch nicht von Levi Spark. Janik Münchberger am Konter. Schön durch die Beine gelegt, 11:9. Ja. Von vielen Freunden wurde er dann. Oh, ein sehr spektakuläres Tor von Rolando Urios. Das ist einfach zu viel. Haben sie jetzt Glück gehabt, dass er den Ball nicht fangen konnte, aber hat schon wieder einen zweiten Mann gebunden. Aber der Rest von Alexander Williams war gut. Stark gespielt. Er stand auch in der Zeitung, dass er den spielen wird, aber sie kriegen es nicht verteidigt. Aber kann man das ihm wiedergeben? Ja, kann man sicherlich. Starkes Tor von Janik Münchberger. Ja, er will sich wieder beruhigen. Ja. Starker Wurf, starker Halt. Handschütz jetzt gegen Janik Münchberger. Oh, sehr guter Wurf. Starkes Ende. Jawohl! 17:15! Training ihn auch schon weiterbringt mit den Leuten, die er hat. Und Norm Flödel im Nachwurf. Super! Hält halt auch die er nicht halten muss. Und das ist halt auch ein Grund, warum es immer noch nur zwei vorne für den VfL steht. Potsdam lässt sie auch machen. Schöne Aktion von Matti Spengler. Matti Spengler auch schon im letzten Spiel hier thematisiert. Eine kleine Wühlmaus, der die Lücken kennt und da durchgeht ohne Kompromisse. Ja. Ist gerne mal schon auf dem Knie, weil das aufgeschrabbelt wurde. Jetzt muss ich ihn reinmachen. Genau, eine schöne Bewegung. Den Ball weitergespielt, genau. Die Abwehrbewegung gebracht. Matti Spengler schießt ab. Ähnlich wie in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten ein immenses Tempo am Anfang. Jetzt wird im Rückstoß versucht, was zu kreieren. Ui. Da war eigentlich gar kein Winkel. Da war kein Winkel. Wo ist er denn abgesprungen? Wahnsinn. So, dass Josef mit seinem 300 km/h-Wurf den einfach reindrückt. Bei Josef Simic, auch als Steineschmeißer bekannt, bei seiner Wurfkraft nicht gespart hat. Jetzt sind es auf einmal nur noch drei. Man merkt, man stellt jetzt eine aggressive Abwehr. Aber da ist Josef Simic. Jetzt kommt hier die Vorbewegung. Die Entscheidung wird aber auf der linken Seite getroffen. Stark gemacht. Super. Christian Schwarz, der auch immer dafür bekannt ist, so zu jubeln, als ob er sich gerade am Rücken kratzt. Im Angriff als auch in der Abwehr eine solide Bank. Und man kann sich auf ihn als Typ einfach verlassen. Schönes Tor von Uno Rebello in Unterzahl. Lassen sie laufen. Oi. Levi Spark ist aufmerksam. Und Moritz Ende. Moritz Ende, sehr guter Abschluss. Das zeigt auch von Klasse, dass man sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Und Levi Schwag fängt den Ball ab. Ist im Konter.
Sehr stark, 28 zu 24. Und starke Parade. Jan Jochens. Aber Nuno Rebello jetzt mit dem abgefangenen Ball. Oi, 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 oi. Und macht dann entscheidende Aktion. Und jetzt ist schon wieder. Das sind die Situationen, die wir meinen. Langer Pass und Levi Spark spekuliert gut, wo es endet mit dem Tor. In das nächste Spiel zu gehen, sich auch jetzt noch abzusetzen und mit Toren wie jetzt von Levi Spark den Vorsprung auszubauen. Potsdam lässt uns da im Stich, trifft falsche Entscheidung. Aber jetzt wieder richtig. Spark lässt uns nicht im Stich. Aber darüber wird sich niemand beschweren, denn Levi Spark mit seinem nächsten Treffer